Wie funktioniert eine Biogasanlage? Das ist Helga. Sie ist Landwirtin und betreibt eine Biogasanlage. Auf dem Hof wandelt sie ihren Wirtschaftsdünger in wertvolle elektrische Energie und Wärme um. Dazu wird die Gülle gegebenenfalls gemeinsam mit Kofermenten nach einer möglichst kurzen Lagerzeit laufend von der Vorgrube in den Fermenter transportiert. Im Fermenter finden verschiedene mikrobielle Abbauprozesse statt, wobei schließlich Biogas mit einem Methananteil von ca. 60% entsteht. Im angrenzenden Blockheizkraftwerk wird das Biogas dann in grünen Strom und Wärme umgewandelt. Und wie hoch ist die Energieausbeute? Jährlich lassen sich durch die Verwertung der Ausscheidungen eines Rindes etwa 1000 Kilowattstunden Strom und 2000 Kilowattstunden Wärme erzeugen. Bei 80 Rindern macht das 80.000 Kilowattstunden Strom und 160.000 Kilowattstunden Wärme, die genutzt und eingespeist werden können. Je nach verfügbarer Substratmenge kann eine einzelbetriebliche oder eine gemeinschaftlich genutzte Biogasanlage Sinn machen. Nur bei sehr großen Anlagen, ab ca. 1 Megawatt Leistung, ist es rentabel, das Gas zu Biomethan aufzureinigen und so direkt ins bestehende Gasnetz einzuspeisen. Logistik, Instandhaltung und Organisation sind besonders bei überbetrieblichen Anlagen Herausforderungen, die gut geplant werden müssen. Beispielsweise ist der Transport von Gülle nur in einem Umkreis bis ca. 10 Kilometer rentabel. Welche Vorteile hat eine Biogasanlage? Durch die rasche Verwertung der frischen Gülle wird die Ausgasung von Treibhausgasen bei der Lagerung reduziert. Zudem ersetzt Biogas als erneuerbare Energie fossile Brennstoffe. Außerdem können hofeigene Lagerstätten kleiner dimensioniert werden. Nach der Fermentation findet der Gärrest als wertvoller und gut pflanzenverfügbarer Dünger den Weg zurück in die Landwirtschaft, entweder im Grünland und Ackerbau oder als Mineraldüngerersatz im Obst- und Weinbau. Durch die gemeinschaftliche Nutzung von verschiedenen Geräten und Maschinen kann die bodennahe Ausbringung von Dünger effizienter und kostengünstiger gestaltet werden. Da die Gärreste deutlich geruchs- und emissionsärmer sind als frische Gülle, freuen sich nicht nur Helga und ihre Nachbarn, sondern es freut sich auch die Umwelt. Schau dir unsere Infoblätter auf Mein SBB an. Dort findest du viele weitere Informationen zum Thema. Der Südtiroler Bauernbund.